Das ist Proles Woche. Vorher wurde ich gefragt, wie dieses Jahr war. Darauf gehen wir gleich an. So, Schimmel Sinan, zieh los. Willkommen zur allerletzten Ausgabe von Sinan. Also hier in diesem Video wird es sehr viele Schimmels geben, unter anderem auch mich. Ja, wir alle Schimmels haben wir uns hier verschimmelt, um gemeinsam abzuschimmeln. Ich glaube, das wird ganz gut. Ganz Woche im Jahr 2023 natürlich. Auf die heutige Sendung freue ich mich ganz besonders, denn nicht nur zum Ende des Jahres. Fang nicht gleich mit Finanzen an. Jetzt geht's los mit dem großen Thema Kontaktschuld und dem gigantischen Jahresabschluss. Sinans Woche. Die Nachrichten. Alicia Joe, bei Skeptic, der Imp und ich haben letzte Woche miteinander geredet. Mehr als 40.000 Menschen haben sich diesen Talk bis heute angeschaut. 4 unterschiedliche YouTuber, die sich zu unterschiedlichen Themen ihre unterschiedlichen Einschätzungen gesagt haben. Nein, jetzt seid ihr alle Faschos. Ja? Wenn einer von euch Fascho ist und ihr sitzt zusammen, seid ihr alle Faschos. So funktioniert das mit der Kontaktschuld. Ja. Und es gab einen ziemlichen Backlash nach diesem Talk, obwohl der Talk ganz normal war und eigentlich harmlos. Also ich sage mal, da kam jetzt nichts vor, wo man sich irgendwie denkt, da hat einer abgehitlert oder so. War eigentlich ein ganz normaler Talk. Und die Leute sind aber extrem ausgeflippt. So, oh, Alicia Joe, was machst du da? Wie kannst du mit diesen Schimmeln herpengen? Ja, schauen wir mal, was Sinan daraus gemacht hat. Ich habe das Video übrigens nicht gesehen, aber ich weiß, dass ich drinnen vorkomme, weil ich was eingesendet habe, nachdem ich Sinan darum gebeten hat. Sowohl unter uns Diskutanten als auch unter den Zuschauern gingen die Meinungen natürlich auseinander. Vor allem habe ich das, freut es mich darauf zu reagieren, weil alle machen so Jahresrecaps. Ja, ich habe kein fucking Jahresrecap. Ich habe keine Ahnung, was gestern passiert ist, Alter. Punkt 1 und Punkt 2, was interessiert mich Jahresrecap? Ist mir doch scheißegal, was vor einem Jahr war. Das, was interessant ist, ist, was ist in einem Jahr? Ja? Das ist die interessante Frage. Was ist morgen? Was ist übermorgen? Was ist so in der Zeit, die vor uns steht? Das ist das, was spannend ist. Ja? Das, was vorgestern war, wen juckt das? Ja? Aber es gab ein paar positive Dinge dieses Jahr. Es gab ein paar positive Dinge. Also das ganze Jahr war für mich sehr stressig, aber auch positiv durchaus. Auch viele schöne Momente gehabt, zum Beispiel als Alerta verschwunden ist endlich, das war wirklich schön. Dann gab es ein paar sehr schöne Momente mit meiner Frau. Es gab auch irgendwie so diese Community, die sich so gefestigt und aufgebaut hat. Also es gab schon gute Punkte, aber all das ist schön und gut, es ist vergangen. Das, worum es geht, ist, was machen wir als nächstes? Ja, das ist das Interessante. Das ist das, was spannend ist. Bis hierhin ziemlich unspektakulär. Doch wie waren die Reaktionen auf dieses Gespräch in den radikalisierten Ecken der... Aber ich meine, wir müssen uns ja auch überlegen, selbst wenn man so irgendwo, ja, sich hinstellt und sagt, ja, dieses Jahr war gut. Denk an die ganzen Kinder in der Ukraine, denk an die ganzen Männer in der Ukraine, die kämpfen müssen, wurscht, ob auf russischer oder ukrainischer Seite, die dort irgendwie elendigst verrecken, während wir hier sitzen und es uns gut gehen lassen. Und aber das ganze Anfeuern von hier, so, ja, komm, es geht einfach um Demokratie gegen Faschismus, komm, was ist schon sterben für eine gute Sache? Ja. Stolzmonat 2024 zum Beispiel ist etwas, worauf wir uns freuen können. In 5 Monaten machen wir im Mai den Arbeiterstolzmonat. Das wird cool. Solche Sachen sind spannend. Des Internets. Der Blick auf die extremen Ränder lohnt sich, um sowohl deren Strategien als auch Argumentationsfehler sichtbar zu machen. Der Twitter... Ach, wozu? Einfach nur Strohmänner. Vergiss dieses, dass du dir die Leute anschaust, dass du zuhörst, was sie eigentlich sagen, wofür sie sich eigentlich... Strohmänner, denk dir was aus, was sie wollen. Wenn du siehst, irgendwer sagt, es gibt 2 biologische Geschlechter, frag dich nicht, warum er das denkt, wie kommt er drauf, sag einfach, er möchte KZs aufmachen und Leute töten. Es ist viel einfacher, du musst dich nicht herumschlagen mit irgendwelchen da Argumenten, irgendwas, vergiss den ganzen Scheiß. Der Nutzer Dave sah sich durch unser Gespräch dazu veranlasst, einen 7-teiligen Thread zu verfassen, um wirklich alle wichtigen... Ja, schau dir an. Das ist einfach Dave. Ja. Dave leidet hart und dann macht er das hier. Ja. Sein Helm rotiert, ja. Oder vielleicht auch unwichtigen Details über uns
unters Volk zu bringen. Aber hey, das ist alles Antifaschismus, müsst ihr wissen, ja. Sinan, Dave greift die ganze Zeit Leute wie Sinan an oder Alicia Joe, das ist ein Antifaschismus. Die echten Faschisten traut sich Dave nämlich nicht angreifen, ja. Die erwähnt er nie, sondern er greift immer andere Linke an und tut so, als wären sie halt Faschisten, ja. So ein bisschen Gratismut, ja. Aber ey, what goes around, comes around, ne? Bring. Um erstmal etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, beginnt Dave mit einer fassungslosen Frage. Was ist eigentlich los hier? Alicia Joe macht nun öffentliche Talkrunden mit dem Anti-Woken-Anführer transfeindlicher Trolle und einem Cyber-Mobber, der auch am Drachen-Game beteiligt. Eine ganze Bibel verfasst auf X wegen Sinans Video. So peinlich der Typ. Wie kann man so nach Aufmerksamkeit haschen? Ja, das habe ich auch heute gesehen. Das ist sehr, sehr peinlich. Das ist wirklich, vor allem wenn du 60 Jahre alt bist und eigentlich klüger sein solltest, ist ziemlich lost. Aber ja, wenn man Aufmerksamkeit braucht und in allen anderen Bereichen irgendwie es zu nichts gebracht hat, dann machen wir sowas. Nein, ist okay. Kein Ding. Finde ich schon in Ordnung. Ja. Ah, dieses Ding, was Dave hier schreibt, hat er halt von Alerta gelernt. Ne? Der war bei Alerta. Zwar, ich glaube, damit sollen Imp und ich gemeint sein. Weiter geht's mit irgendwelchen 6 Jahre alten Videoschnipseln, die verkürzt und falsch zusammengefasst werden, um irgendwie krampfhaft... Puh, das wäre aber seltsam, wenn jemand irgendwie so 6 Jahre alte Videos von Dave ausgraben würde, oder? Und sie dann irgendwie vielleicht ein bisschen einordnet. Das wär seltsam. Oder? Was würde wohl dabei rauskommen? Schafft einen Holocaust-leugnenden Spin auf die Geschichte zu bekommen. Im nächsten Abschnitt wird dann auch noch Dorian ins Feld geführt, ein alter Kollege von Imp. Der war zwar weder beim Gespräch dabei, noch irgendwie Thema, aber das ist auch alles gar nicht so wichtig. Was ihr euch einfach nur merken sollt, ist Folgendes. Imp problematisch, Sinan problematisch, Dorian alter Freund von Imp super problematisch. Also einfach alles unfassbar problematisch. Und was ist jetzt mit Matze und Alicia? Sind die auch problematisch? Dave sagt... Jetzt sind sie problematisch. Auch wenn sie bis jetzt vielleicht nicht ganz problematisch waren, jetzt sind sie problematisch. Spätestens jetzt sind sie genau so Schwurbler und... Und Schwurbler und Faschos halt, wie wir alle halt, ne? Aber das ist ja, der Dave muss ja irgendwie seinen Kampf gegen den Antifaschismus rechtfertigen und selbst wenn er dann solche Leute angreifen muss und so tun muss, als wären sie Faschisten. Dave ist einfach so feig, Alter. Wieso gehst du nicht mal auf echte Faschisten los? Ja. Wieso gehst du nicht mal auf echte Faschisten los? Was ist los? Wieso gehst du ständig Linke an und unterstellst ihnen, Faschisten zu sein? Ja. Karim, bester Mann. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Karim, bester Mann. Danke, Karim, dass du Bimolino... Ach, seit wann muss man Bimolino beschenken? Da schau her, das kenne ich auch noch nicht. Dankeschön. Über Matze Folgendes. Zu bei Skeptik. Leider fängt deren Kampf gegen den Faschismus nicht bei sich selbst an. Ja. Das wäre wirklich... Das wäre wirklich ein guter Punkt, ja. Aber was soll man machen? Kann ich nicht viel sagen, außer dass er mit dem rechtspopulistischen Sinan ein gemeinsames Format hat. Sorry, Matze. Mitgehangen, mitgefangen. Hättest mal lieber... Über den kann ich nicht viel sagen, aber er hängt mit Schimmel-Sinan herum. ...nicht mit mir reden sollen. Das hat nicht nur Menschen bei der GWUP aufgeschreckt, nein, auch Internet-Radikalinskis wie Dave haben mitbekommen, dass wir über Themen geredet und Argumente ausgetauscht haben. Nathan hat Imp ja auch vorgeworfen, warum er nicht gegen die echten Faschos schießt. Ja, seltsam, oder? So wie Nathan zum Beispiel, ja. Nathan, den werden wir uns hier gleich anschauen, der jetzt im Gespräch mit Dara gesagt hat, ja, also...
diese Leute wie Schlomo und Kasper und so, die haben ja überhaupt keine Argumente, die wissen ja gar nichts. Also die kann man vollkommen zerlegen in Gesprächen. Redest du mit ihnen? Ach so, nein, 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 mit ihnen reden würde ich, ja, aber das, wozu du mit ihnen reden? Die haben ja gar nichts, die haben ja nur Bauchi, Bauchi. Und ich habe ja das an und denke mir einfach so, Alter, diese Selbstüberschätzung, das ist wirklich, ich würde das zu gerne sehen, dass sie es mal ausprobieren. Ja, so, das wäre wirklich konnten schön. Wir es nur wagen. Naja, abschließend kommt Dave, der mutige, anonyme Internetkrieger, zu folgendem Urteil. Dave ist nicht anonym. Dave ist absolut nicht anonym. Ja. Ich verstehe nicht, wie Alicia Joe mit solchen Akteuren zusammenarbeiten kann. Die Normalisierung von Rechtspopulisten trägt nur zum Dammbruch und Rechtsruck bei. Ja, ja, das ist ja Rechtspopulisten, nennt er uns, der Dave, ja. Dave ist vollkommen abgedreht. Also Dave sollte in Behandlung. An dieser eindeutig. Stelle einmal ein großes Dankeschön an den lieben Dave für das Bereitstellen solch exzellenten Anschauungsmaterials. Gehen wir also mal in die Analyse. Die inhaltlichen Vorwürfe gegenüber Imp und mir sind natürlich frei erfunden und konstruiert, weswegen man da auch nicht weiter drauf eingehen muss. Und auch nicht sollte. Regel Nummer 1. Rechtfertige dich niemals für falsche Unterstellungen. Kommen wir damit aber zur viel spannenderen Frage. Wieso versucht Dave, den lieben Imp und mich als das reine Böse zu framen? Er macht das, weil er es hier eigentlich auf Alicia und Matze abgesehen hat. Ihr Ruf soll zerstört werden. Und das richtig. Mit einer furchtbar simplen, wenn man allerdings nicht aufpasst, auch erschreckend effektiven Methode. Der Kontaktschuld. Die richtig. Strategie ist einfach. Imp und ich werden als das ultimativ Böse. Ja, Dave ist einfach so, er tut so, als wäre er Antifaschist. Aber in Wirklichkeit ist Dave ein gescheiterter Influencer. Ja? Er hält sich gerne in der Nähe von Influencern auf und möchte gerne mit Influencern zu tun haben, weil auf, also so, echte Kämpfe mit echten Faschisten machen, also sind nichts für ihn, dafür ist er viel zu schlabberig, ja? Und hat überhaupt keine Körperspannung. Aber was er machen kann, ist in der Nähe von Influencern zu bleiben und die Influencer mit Dreck zu bewerfen, weil irgendetwas Sinnvolles hat er ja nicht von sich zu geben, also muss er auf diese Leute mit Dreck werfen, weil nur so schauen sie ihn dann an und sagen, hey, was ist mit dem los? Ja? Man schaut ihn da irgendwie dann so an, als wäre er verrückt, aber das ist gut genug für ihn so. Er mag es, wenn man ihn anschaut. Ja. Und deswegen läuft er die ganze Zeit herum und bewirft Influencer mit Dreck. Ja. Das machen auch seine Freunde wie Baklo und keine Ahnung, was für Wahnsinnige es das draußen gibt. Die machen das alle. Ja. Die ziehen alle den gleichen Schmäh ab und greifen die ganze Zeit nur Influencer an. Ja. Sie greifen nicht Faschisten an, sie greifen nicht irgendwelche wichtigen Figuren an, sie kritisieren nicht irgendwelche Faschisten oder irgendwas, sondern sie versuchen immer Influencern, die ihnen gegen den Strich gehen, und das sind so ziemlich alle normalen Menschen, denen versuchen sie an den Karren zu pissen und sie unmöglich zu machen für alle. Ja? Sie möchten sie einfach in den Dreck ziehen und nachhaltig beschmutzen und ihnen wehtun. Ja? Keine Ahnung, aus Neid, aus ich weiß auch nicht was. Ja? Aber Antifaschismus ist es definitiv nicht. Auch wenn sie immer sagen, das ist Antifaschismus, nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. HB Möwe, hey. Danke HB. Danke HB. Ich nenne dich ab heute HB. Dankeschön. Ja. So wie HBO, nur HB Möwe. Dankeschön. HB, genau. Dankeschön. Und Verkommene dargestellt. Imp, der mobbende Antisemit, und Sinan, der herzlose Transfeind. Wenn man es nur oft genug wiederholt, wir kennen das Spielchen. Wenn man das dann geschafft hat, uns beide als politisch problematische Position hinzustellen... Ich meine, du musst dir vorstellen, diese Leute nennen Sinan Rechtspopulisten. Da musst du schon einen harten Schaden haben. Oder nicht wissen, was Rechts- und Populist bedeutet. Weil den Typen Rechtspopulisten nennen, ist schon sehr, sehr, sehr gestört. Ja, dann ist ja wohl völlig klar, wer sich mit uns zusammen in eine Talkrunde setzt, der muss halt mindestens genauso politisch problematisch sein. Oder nicht? In 7 Postings von Dave geht es mit keinem einzigen Wort um Inhalte. Siehst du, und das ist der Punkt, wo man mich fragt, wieso beschäftigt man sich mit diesen Leuten, wieso beschäftigt man sich mit diesen Wokies, weil sie unsere größten Feinde sind. Wir haben niemanden, der uns mehr schadet, uns Linken, als diese Leute. Ja.
Das ist der Punkt. Es geht nicht um das, was eigentlich gesagt wurde. Es geht nicht um Argumente oder Positionen. Es geht darum, Personen zu verurteilen, weil sie mit den falschen Leuten gesprochen haben. Die Kontaktschuld ist somit ein Pseudo-Argument aus der Kategorie ad hominem. Es wird die Person angegriffen, ja, aber nicht das Argument widerlegt. Sie haben ja auch keinen einzigen Inhalt. Sie müssen ja auch immer Lügen bei Inhalten, ja? Nichts, was Sie jemals über mich gesagt haben, stimmt. Sie haben gesagt, dass ich gesagt habe, Deutschland den Deutschen, das habe ich nie gesagt. Ich habe einfach gesagt, deutsche Politiker sollten sich zuerst um die deutsche Bevölkerung kümmern. Ja, und das sage ich noch immer. Es ist einfach das, worauf Sie schwören. Das ist der Eid, auf den Sie schwören, wenn Sie das Amt antreten. Das Beste war, als Dave Kianusch die Scheiße beschreiben wollte und Kianusch ausgewichen ist. Oh ja, ja, ja. Der Talk, da habe ich jeder darauf damals reagiert, dass der Talk mit Kianusch, da Kianusch hat immer die ganze Zeit gesagt, ich küsse dein Herz, Bruder, und dann hat er ihn so richtig gefickt. Ja, das war richtig schön. Stimmt, das erinnert mich daran, ich muss auch mal mit Kianusch reden demnächst. Ja. Ihr seht, im nächsten Jahr haben wir viel vor. Ja, und sie erfinden die ganze Zeit Sachen. Ja. Das haben sie bei mir erfunden, dann haben sie bei mir auch erfunden, dass ich für Putin bin, dann haben sie erfunden, weil sie haben ja keine echten Punkte. Sie können ja nicht wirklich kritisieren, wo ich wirklich stehe, weil was willst du da kritisieren? Ja. Dave's Post. Dann haben sie auch so getan, als wäre ich dafür, dass man Nazis alles machen lässt, was sie wollen oder so. Also kurz gesagt, sie Ausländer raus haben sie auch erfunden. Richtig, richtig, Ausländer raus haben sie auch erfunden. Ja, sie erfinden die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, weil du kannst dich nicht mit dem auseinandersetzen, was ich wirklich sage. Weil dann müsstest du dich inhaltlich damit auseinandersetzen und dann würdest du sehen, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Ja. Ist halt so. Aber ja, das interessiert sie sehr wenig. Rechtspopulismus ist vor allem in dieser Bubble doch auch nur ein Kampfbegriff, der inflationär genützt wird. Damit meinen sie, intellektuell überlegen zu wirken. Ja, wahrscheinlich. Posting zeigt, wie dieses Konzept in der modernen Internetkultur funktioniert. Jetzt fragt man sich natürlich, ist die Strategie der Kontaktschuld eine moderne Erfindung? Natürlich nicht. Ein Beispiel findet sich bereits in den 1950er Jahren, der Zeit der McCarthy-Ära. Dort kam die Methode der Kontaktschuld sehr häufig zum Einsatz. Naja, damals haben sie Kommunisten gejagt, heute jagen sie auch Kommunisten im Endeffekt. Ja? Das ist es ja. Also heute jagen sie auch Linke. Nur werden sie diesmal nicht von der CIA gejagt, sondern von anderen Leuten, die sich links nennen. Und denen man eingeredet hat, andere Linke fertig zu machen, ist einfach links. Ja. Das meine ich mit sinnlos, weil von Lillis halt nie ein Argument kommt. Ergo wollen sie auch keinen Konsens finden. Sie haben ja zugegeben, dass man auf Linie sein muss, um dazuzugehören. Aber es unterschätzt nicht, es gibt da draußen viele Menschen, die unsicher sind und einfach mitdenken, ja, und auch was daraus lernen. Und es gibt viel zu viele Menschen, die diese Leute draußen anpissen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die ganzen Menschen, die von diesen Leuten angepisst werden da draußen, dass sie nicht zu den Rechten gehen, sondern dass sie zu uns Linken kommen. Ja, das ist sehr wichtig. Das Interessante ist, damals nutzten vor allem Rechtskonservative die Kontaktschuld, um ihre Gegner zu diskreditieren. Sie warfen ihnen vor, Kommunisten oder zumindest Sympathisanten des Kommunismus zu sein. Und das oft ohne jeglichen Beweis. Es ging nicht um Fakten, sondern darum, politische Gegner durch die bloße Assoziation mit bestimmten Gruppen in Verruf zu bringen. Guilt by Association. Schuldig, weil stehen im Kontakt. Hier sieht man auch nochmal sehr schön, wieso es sich lohnt, immer auf die Methoden zu achten. Schlechte Argumente bleiben schlechte Argumente, egal ob sie von Rechts- oder Linksradikalen genutzt werden. Dave, der sich selbst vermutlich im politisch linken Spektrum verorten würde, nutzt dieselben Diffamierungstaktiken, wie sie auch Rechtskonservative bereits genutzt haben. Das bringt mich vor allem deswegen zum Schmunzeln, weil Dave sich sehr häufig gegen die Hufeisentheorie ausspricht. Was ist damit gemeint? Die Hufeisentheorie ist eine politische Theorie, die besagt, dass die extremen Enden des politischen Spektrums, also die extreme Linke und die extreme Rechte, mehr Gemeinsamkeiten miteinander haben, als jeder von ihnen mit der moderaten, zentralen politischen Position. Laut dieser Theorie ist es so, dass extreme politische Überzeugungen, unabhängig davon, ob sie links oder rechts sind, zu ähnlichen Methoden der Machtausübung, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und autoritären Tendenzen neigen. Ganz wichtig zu erwähnen, die Hufeisentheorie ist umstritten. Manche sagen, ja, es kommt hin,
Andere sagen, nein, das führt nur zu einem verzerrten Bild und verharmlost die rechtsextreme Seite. So, ich bin auch eigentlich ein Kritiker der Hufeisentheorie aus dem einfachen Grund, weil ein Linksextremer und ein Rechtsextremer oder ein Linksradikaler und ein Rechtsradikaler definitiv nicht das Gleiche sind. Ja, ist es einfach nicht. Weil ein Rechtsradikaler möchte einfach einen autoritären, faschistischen Staat, der Menschen unterdrückt und zertritt, und ein Linksradikaler möchte die Freiheit jeglicher Macht und eine vollkommene Befreiung der Menschen. Das kann man wirklich nicht auf eine Stufe stellen, das ergibt null Sinn. Okay? Es ist einfach Dings, ja. Worum es aber, wenn es geht ja nur um die Methoden, genau. Wenn wir sozusagen uns die Methoden anschauen, dann würde ich sagen, dass es auch nicht stimmt, die Hufeisentheorie, weil solche Leute wie Dave würde ich auf jeden Fall auf der rechten Seite verorten. Ja, kein Linker verhält sich so. Was hat der Typ mit links zu tun? Null. Ja, null. Der ist einfach, ich würde das als einen Rechten bezeichnen einfach. Ja. Weil der möchte hier Macht über andere Leute ausüben und möchte anderen Schaden zufügen, anstatt ihnen zu helfen. Nichts ist links an dem Typen. Absolut nichts. Ja. Null. Aber gut, so hat jeder seine Definition halt. Ne? Karim, danke. Dankeschön. Ich persönlich werde hier kein abschließendes Urteil fällen. Würde aber sagen, wenn man wie Dave die Hufeisentheorie ablehnt, dann sollte man vielleicht besser nicht zu Methoden greifen, die genau diese Theorie bestätigen. Das ist nicht so clever, das bringt einen irgendwann in Erklärungsnot. Aber zurück zum Thema Kontaktschuld. Wir wissen jetzt, dass sie im Grunde kein gutes Argument ist. Das ändert aber nichts daran, dass die Kontaktschuld immer wieder genutzt wird und noch viel interessanter, dass sie trotzdem funktioniert. Der psychologische Effekt dahinter ist so stark, dass selbst ich mich nicht komplett davon freisprechen kann. Ich stelle mich zwar gerade hier hin und sage, nur das Argument an sich zählt, nicht wer es gesagt hat. Oder es ist egal, mit wem du redest. Reden kannst du mit allen Menschen. Ja, das sage ich. Aber auch das hat natürlich Grenzen. Auch ich prüfe natürlich Gesprächsanfragen. Ich will wissen, mit wem unterhalte ich mich? Auf welche Plattform begebe ich mich? Wem gebe ich eine Bühne? In einem rein rationalen, logischen System wäre das nicht nötig. Dann würde wirklich nur das reine Argument und nur der eigentliche Inhalt zählen. Wir sind aber Menschen, die in sozialen Systemen leben, und Zugehörigkeiten spielen eine Rolle, ob wir wollen oder nicht. Die Kontaktschuld funktioniert, obwohl es ein Pseudo-Argument ist, erstaunlich gut, und das hat viel mit unseren menschlichen Urinstinkten zu tun. Der Kern des Ganzen liegt im Tribalismus, unserer tief verwurzelten Neigung, die Welt in wir und die zu unterteilen. Wer gehört zu meinem Stamm, ist also ein Freund, und wer gehört zum anderen Stamm, ist also ein potenzieller Feind. Das schnell entscheiden zu können, war in der Frühzeit der Menschheit überlebenswichtig. In der modernen Welt führt dieser Reflex allerdings dazu, dass wir Menschen basierend auf ihrer Gruppenzugehörigkeit schnell in Kategorien einteilen. Wenn jemand mit einer Gruppe in Verbindung gebracht wird, die wir als feindlich oder problematisch ansehen, löst das automatisch eine negative Reaktion bei uns aus. Und dagegen kann sich erstmal auch niemand wehren. Diese Reaktion ist menschlich. Gefährlich wird es dann, wenn dieser menschliche Reflex von politischen Akteuren gezielt ausgenutzt wird. Und immer wenn das passiert, sollte man sich diesem anfänglich negativen Gefühl stellen und nochmal darüber nachdenken, ob diese Einteilung in Freund oder Feind jetzt gerade wirklich sinnvoll war. Besonders in der angespannten Situation, in der wir uns gesellschaftlich befinden, sollte man sich klar machen, dass Leute wie Dave das Instrument der Kontaktschuld nutzen werden, um die Spaltung weiter voranzutreiben. Auch hier wieder ein Moment zum Schmunzeln, denn diese Einteilung in Freund und Feind, basierend auf der Gruppenzugehörigkeit, ist genau das, wie Rassismus funktioniert. So, letzter Sub von mir, Punkt für dieses Jahr. Es war für mich ein politisch sehr lehrreiches Jahr. Dir ist es gelungen, meine wahre linke Identität freizulegen. Es war schon immer meine grundlegendste Identität, ich wusste es nur nicht wirklich. War schon so hirngefickt, dass ich dachte, ich sei ein rechter Louis bei mir, und sicher auch vielen anderen. Hast du einen, deinen, politischen Bildungsauftrag erfüllt, weiter so. Bin auch gerade nur so nett,
weil morgen Silvester ist, Kappa. Ja, cool. Das freut mich. Ich muss deine Message screenshotten für die Ewigkeit. Das finde ich sehr schön. Das finde ich einfach sehr schön. So muss das. Danke, Tim Tom. Vielen Dank. Freut mich, dass ich helfen konnte. Danke dir vielmals. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Dafür mache ich das. Dankeschön. Kommt die Message in den Film? Sie kommt zuerst mal wahrscheinlich auf Twitter und dann kommt sie in den Film. Ja. Einrahmen und auf den Nachttisch, so ist es. Ja. So ist es. Danke. Danke, Team Tom. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Wer Menschen nicht als Individuen betrachtet, sondern nur als Teil einer Gruppe und anschließend die Stereotype und Vorurteile der Gruppe auf das Individuum projiziert, handelt absolut rassistisch. Und schon wieder. Rassistisch? Na gut, aber er reduziert die Leute nicht auf die Rasse. Das ist halt. Ist rassistisch wirklich das richtige Wort? Wieder bestätigt Dave das Hufeisen, was er ja eigentlich ablehnt. Ob ihm das selbst klar ist? Vermutlich nicht. Okay, wir wissen jetzt, wieso die Kontaktschuld so gut funktioniert und dass sie rein argumentativ nicht überzeugend ist. Aber sagen die Kontakte eines Menschen wirklich gar nichts aus? Gäbe es denn gar keinen guten Grund, mal einen Blick zu riskieren, mit wem wer so abhängt? Die Kontakte einer Person. Da man muss sich mal ein bisschen anschauen, was Dave so in seinen Videos, weil Dave veröffentlicht ja Videos auf YouTube, ne? Und da muss man sich mal anschauen, was er da drin redet. Und dann verstehst du, wie entwickelt er geistig ist, aber er ist eben nicht entwickelt, das ist ja der Punkt. Person zumindest mal mit einzubeziehen. Hier würde ich sagen, doch klar. Absolut. Es gibt gute Gründe, sich das Umfeld von Personen mal genauer anzuschauen. Warum? Niemand ist komplett frei von äußerlichen Einflüssen. Wenn ich mir also anschaue, mit wem redet jemand, mit wem verbringt jemand viel Zeit, dann kann es natürlich dabei helfen, mir ein Gesamtbild der Person zu machen. Die Kontakte eines Menschen können ein Baustein von vielen sein, um eine Person in Gänze zu beschreiben. Ihr merkt aber schon, das hat jetzt nichts mehr mit dem Vorwurf der Kontaktschuld zu tun. Das eine ist, ich versuche mir ein Bild einer Person zu machen. Das andere ist, ich nutze die Urinstinkte des Menschen bewusst aus, um ein Wir und die anderen Gefühl zu erzeugen. Und ja, wie so häufig sind die Übergänge vermutlich fließend. Wie könnte jetzt ein sinnvoller Umgang mit diesem Thema aussehen? Hier würde ich Folgendes vorschlagen. Ist jemand offen für alle möglichen Positionen und hört sich gerne verschiedene Argumente an, ja, dann hat diese Person schlicht keine andere Wahl, als sich mit allen möglichen Menschen zu unterhalten. Nein, dann ist die Person ein Faschist, offensichtlich. Das ist doch klar. Siehst du, und deswegen bist du Rechtspopulist. Person dann Kontaktschuld vorzuwerfen, scheint mir nicht sehr freiheitlich, aufklärerisch und demokratisch zu sein. Wenn eine Person sich allerdings ausschließlich in ihrer eigenen Gruppe bewegt und alle nicht geduldeten Meinungen blockiert oder stumm schaltet, dann könnte man sich vielleicht doch die Frage stellen, ob die Gruppe nicht etwas über die Person an sich verrät. Der wichtigste Punkt ist hierbei letztlich, nutze ich die Analyse der Kontakte, um mir ein Gesamtbild zu machen? Oder formuliere ich aus diesem Wissen einen Vorwurf und versuche dadurch, Menschen gezielt abzuwerten? Das eine halte ich für legitim, das andere lehne ich ab. Ja, also ja, da gibt es nichts anderes zu sagen. Also wenn wir Kontaktschuldspiel spielen, dann brauchen wir uns einfach nur anschauen, mit wem ein Dave abhängt. Ja? Dort gibt es keinen einzigen geistig gesunden Menschen. Das sind doch alles Nutjobs, die dort abhängen. Das sind doch alles vollkommene Menschenverachter und ja, also durch und durch Demokratie ablehnende Subjekte. Ja? Was sagt das über Dave aus? Ich sehe in der richtigen Gesellschaft. Ne? Pinskauer, danke für den Tausender. Sagst schöne Grüße aus Nordcarolina, bist schon wieder dort. Alles klar. Und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutschst du auch gut. Danke für den Tausender, Brudi. Vielen Dank. Dankeschön. So, ich hoffe, das Thema Kontaktschuld ist damit ein für alle Mal geklärt. Aber was wäre es Sinans Woche ohne ein kleines soziales Experiment? 2023 ist fast vorbei
Und das nächste Jahr steht schon in den Startlöchern. Zeit für ein paar gute Vorsätze und positive Aussichten. Damit aber nicht immer nur ich euch voll labere, dachte ich mir, wieso nicht andere Menschen mal zu Wort kommen lassen. Also habe ich einfach alle YouTuber, Streamer, Medienleute kontaktiert, die mir so eingefallen sind, und sie gefragt, ob sie Lust hätten, eine kleine positive Videobotschaft zu formulieren. Und um genau dieses Freund-Feind-Denken aufzubrechen, habe ich natürlich nicht nur meine Freunde gefragt, sondern auch Menschen, die mir vielleicht nicht so positiv gegenüber eingestellt sind. Und hierbei habe ich wirklich keine Ausnahmen gemacht. Das heißt, ich habe selbstverständlich auch Dekal Dent und Dave die Hand gereicht. Ich meine das absolut ernst, wenn ich dieses Gesicht und dieser Helm, Alter. Oh mein Gott, ey, das ist einfach so fucking lustig. Sage, ich denke nicht in Freund- und Feind-Kategorien. Auch die Twitch-Streamer... Also man sieht einfach in seinen Augen, dass der nicht ganz dicht ist, ey. Oder? Aitan und Dara habe ich kontaktiert und gefragt, ob sie bei einem positiven Statement fürs kommende Jahr am Start wären. Dara hat darauf geantwortet, das werden wir uns gleich anschauen, die Reaction auf das Gespräch zwischen Aitan und Dara. Dara hat darauf geantwortet und hat gesagt, nein, das mache ich nicht, bis ich nicht die vollständige Liste aller Leute habe, die da in diesem Video vorkommen, weil Dara will sich natürlich nicht seine Karrieremöglichkeiten ruinieren, ja, weil er weiß ganz genau, wie seine Freunde arbeiten. Wenn er plötzlich in diesem Video vorkommt, mit irgendeinem Statement, und in dem gleichen Video kommt irgendwer anderer auch noch vor, dann könnte man ihm sagen, aha, du hängst also mit diesen Faschos rum. Ja. Das ist aber der Punkt. Ja, die Chancen waren natürlich nicht besonders groß, aber die Hoffnung stirbt. Aber was fühlt ihr? Das kommt sogar hier vor am Ende. Ah, der hätte ja gleich einblenden können. Habt ihr, was denkt ihr, wenn ihr diese vier Typen hier so seht? Was macht das? Also ihr seht den Dara wegen meinem Schädel nicht. Das kann ich natürlich nicht so. Ich tue mich hier in Sinans Schritt. So. Was empfindet ihr, wenn ihr diese Leute hier seht? 2-Karim giftet hier 1 Sub 2 Isolde was dann? They have given 520 Gift Subs in the Channel. ZMOKII verlängert Kontaktschuld auf 18 Monate. Glatze auf Glatze. Ein verdammt hartes Jahr, mit viel Hass und Hetze liegt hinter uns, und das folgende wird mit Sicherheit nicht minder belastend. Gegen all den Widerstand sind wir zu einer kleinen feinen Gemeinschaft gewachsen, die ich lieben gelernt habe und mir viel Anlass zur Hoffnung gibt. Zusammen sind wir stark und werden mit Sicherheit stärker werden, solange wir weiter den Pfad angespannter der Liebe Bizeps, beschreiten. Angespannter Bizeps. Ich danke Bizeps. Euch und wünsche allen ein heiliges Glück in das neues Jahr. Ich liebe euch. Ich liebe dich, Smoky. Danke vielmals für den 18. Bruder im Dreier. Danke vielmals. Danke dir. Ja, es war ein hartes Jahr mit viel Hass und Hetze. Ja, so ist es. Ich glaube schon, dass das nächste minder belastender sein wird. Wenn uns nicht irgendeine globale Katastrophe im Sinne von Corona oder was Ähnliches ereilt, ich glaube, die Wokis bröckeln langsam weg. Langsam kommen wir da durch, habe ich das Gefühl. Deswegen jetzt nur nicht nachlassen und immer weiter pushen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Danke, Smoky, vom Herzen. Liebe an dich, Brudi. Vielen Dank. Ganz viel Liebe an dich. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Genau, also ich sehe Würgereiz und bei dem Anblick bekomme ich Augenkrebs. Ja, normale Linke, genau. Ja. Also ich glaube, ihr habt hier ist schon heftig, wenn man hier sagen muss, Karl ist von den vier Gezeigten noch am sympathischsten und normalsten. Ja, oder? Da hast du vollkommen recht. Also da muss ich zustimmen. Da muss ich zustimmen. Diese Menschen versuchen alles an Gott Kaiser auf Social Media zu spielen, weil sie in Real Life keinen Anschluss mehr zu ihrer Machtausübung finden. Yes, absolut. Einer Pseudo-Linker als andere. Sinan stellt es so hin, als ob Dara und Neid dann rechts sind. Ja, genau. Die könnten auch alle mit S anfangen. Alter, der ist gut. Einfach Seitan und Sarah. Okay, safe. Ja. Aber Sekaldent ist seltsam. Alles klar, Mann. Sehr gute Beobachtung.
bekanntlich. Linke Cosplayer, würde ich so sagen. Ja. Zuletzt. An der Stelle kann ich schon mal spoilern. Nein, Dara und Naitan haben leider nicht mitgemacht. Das Lustige ist, vor 2 Tagen haben sich die 2 im Stream aber schon über meine Aktion unterhalten. Die hatten ja beide die Anfrage. Und jetzt kommt's. Der Grund für ihre Absage ist gerade mit Blick auf diese Sendung die perfekte Punchline, die mir eigentlich noch gefehlt hat. Bitte. Ja, ich wurde ja auch angeschrieben, deswegen. Sinan hat sich halt so einen Jahresabschlussgruß gewünscht. Entschuldigung, wenn wir das jetzt hier verraten haben. Das Ding ist halt, meine Befürchtung wäre, dass ich dann in einer Reihe dann plötzlich komme in einem Video mit Schlomo und der Fischbiologin. Und das ist also, sorry, aber das ist halt, also jetzt demokratischer Diskurs hin oder her, das ist halt irgendwo ein bisschen, ne, so meine Befürchtung, deswegen gib mir vorher eine Liste und dann gucke ich mir die an und dann, ne, so irgendwo. Nee, aber ich will ganz generell nicht irgendwie. Wenn bereits die. Sie haben einfach Angst vor ihrer eigenen Community. Dara hat Angst, sich einfach Karrierechancen zu verbauen. Das ist, worum es hier geht. Ja. Die Angst vor der Kontaktschuld in vorauseilendem Gehorsam endet. Was muss das für ein Gefühl der Unfreiheit sein, wenn man jeden seiner Schritte mit der eigenen intoleranten Gruppe abgleichen muss? Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, dass man immer nur einen Schritt davon entfernt ist, die Wut des eigenen Stammes zu erfahren? Unangenehm. Jungs, macht euch mal frei. An dieser Stelle deswegen vielen Dank und auch Respekt an alle, die mitgemacht haben, ohne zu wissen, wer noch mitmacht. Auch wenn es spätestens jetzt natürlich absolut klar sein sollte, möchte ich noch einmal betonen. Jede Botschaft, die wir gleich sehen werden, kommt von einer eigenständigen Person. Niemand spricht für den anderen. Sie sind nicht Teil einer Gruppe. Das Einzige, was alle hier verbindet, ist in diesem Fall die positive Message. Hey Sinan und Sinan-Zuschauer, ich wünsche euch ein frohes 2024 und wünsche mir für die Zukunft mehr Gelassenheit und Ambiguitätstoleranz und generell mehr Humor. Man kann über viele Dinge auch einfach lachen und es muss nicht immer so böse sein, wie es einem manche Leute weismachen wollen. Das Leben ist eh eine ziemlich absurde Veranstaltung, dann können wir es auch so behandeln und wir sind eh alle nur einen winzig kurzen Zeitraum da und haben unseren kleinen Platz und sind einer von 8 Milliarden, so wichtig sind wir alle gar nicht. Selbst wenn wir mal was Dummes machen oder irgendjemand anders und sich alle empören und aufregen, die Welt wird nicht schlechter dadurch, dass ihr vielleicht auch mal ein bisschen was kritisch hinterfragt oder lacht. Was soll schon groß schief gehen? Richtig. Also, könnte man einfach mal ausprobieren, oder? Hi Sinan, ich wünsche mir, dass wir im neuen Jahr alle ein bisschen weniger auf das geben, was online passiert und uns mehr besinnen auf die Realität. Dass also Gras anfassen. Alle etwas mehr rausgehen in den Wald, vielleicht die ein oder andere Social Media App mal zeitweise deinstallieren und uns generell wieder mehr mit echten Menschen unterhalten. Hey Sinan und hi liebe Sinanswoche-Zuschauer. Ja, ich finde, Elisha Joe hat das größte Risiko natürlich bei dieser Sache. Sie hat nicht gesagt so, meine Karriere, kannst du mir bitte eine Liste geben, wer alles hier auftaucht in deinem Video? Man, ich will ja nicht irgendwie schlecht dastehen. Schau. Ich würde euch jetzt eigentlich. Also Hut ab, Elisha, sehr, sehr stabil. Sie hat wirklich am meisten riskiert, sich mit uns Schwurblern hier zu zeigen. Aber ich respektiere es sehr, dass sie einfach so stabil bleibt und einfach sagt: Na, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich mache. Ja, von irgendwelchen verrückt gewordenen Leuten im Internet. So einfach ist das. Am liebsten alles Gute für 2024 wünschen. Aber da meine Wünsche keinen Einfluss auf die Realität haben, probier es. Alicia hat sich durch die 2 bis 3 Auftritte echt einige Connections versaut. Was denn? Hat sie das gesagt oder denkst du das? Lieber mit einem guten Rat. Wenn ihr die Welt als eine bessere wahrnehmen wollt, dann fangt an zu saufen. My man. Hört nicht auf, Gespräche zu führen. Auch wenn man manchmal gar keinen Bock mehr hat, kommt man nur durchs Miteinander sprechen weiter. Und dabei sollte es dann nicht ums Antworten weitergeben gehen, sondern ums Antworten finden. Denn nur, wenn man davon ausgeht, dass man vom Gegenüber auch was lernen kann, wird man gute Gespräche führen. In diesem Sinne, guten Rutsch und gute Gespräche. Danke, Rudi. Hallo, Sinan. Ich bin durchaus optimistisch für 2000. Also bis jetzt lauter Rechte, ne? 2024, und zwar in der Hinsicht. Apropos, sehr wichtige Sache. Könnt ihr euch erinnern, wie
Dara darüber geredet hat, dass es, ja, ich glaube, Bedrohungen oder Doxing-Vorwürfe oder solche Sachen aus der Richtung von Holger gab. Könnt ihr euch erinnern? Und dann hat Holger ihn daraufhin abgemahnt, hat ihm einfach einen anwaltlichen Brief geschrieben, dass er so eine Scheiße nicht labern soll. Und was hat Dara gemacht? Er hat das einfach bezahlt. Tja, vielleicht hatte Dara einfach kein Argument. Vielleicht hatte Dara auch keinen Beweis. Vielleicht hatte Dara auch kein irgendwas anderes. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hat Dara einfach wieder mal nur Scheiße geredet, bis einfach ein Anwalt gekommen ist und gesagt hat, halt die Fresse, und er hat gesagt, okay. Weil er einfach kein... hat jetzt Kontaktschuld. Weil er einfach kein Ding hat. Weißt du? 2-Kativo verlängert Kontaktschuld auf 6 Monate. Aha, Il Cattivo. Nach El Cattivo kommt jetzt Il Cattivo und hat 6 Monate im Voraus. Danke, Il Cattivo. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Danke für das vorausgeschenkte Vertrauen. Ja. Ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Aber Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Dass wir auch gesellschaftlich wieder ein bisschen mehr... Er hatte doch große Beweise von Leuten, die ihm das zugeschickt haben. Ja, wo war das? Wo ist das geblieben? Übrigens, Tante Kimi, du hast mir geschrieben, ich habe vergessen, dir zu antworten. Aber ja, jetzt im Moment komme ich nicht dazu, aber ich melde mich bei dir. Danke für das Angebot. Ja. Zusammenwachsen werden. Warum? Na, ganz einfach, denn es findet ja im nächsten Jahr ein großes Ereignis in Deutschland statt, nämlich die Fußball-Europameisterschaft. Und in der Geschichte gab es mehrmals den Beweis, dass König Fußball die Gesellschaft zusammenschweißen kann. 1954 ist das gelungen beim Wunder von Bern. 2006 ist es gelungen beim Sommermärchen. Warum soll es nicht auch im Jahr 2024 gelingen, wenn wir gute Gastgeber sind und das Wetter mitspielt und es eine richtig geile Stimmung in Deutschland gibt? Dann kann das auch ein schöner Schub für unsere Gesellschaft sein. Und ich bin da ganz optimistisch. Hallo Sinan mit scharfem S. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ein Rechter. Jetzt ist ein echter Rechter da. Panik, 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 fuck, 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 da ist ein echter Rechter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Sinan, kleiner Spaß. Humor ist doch auch etwas... Ja, warte, soll ich ihn muten? Soll ich ihn muten? Ich mute ihn, ich mute ihn. Ich kann das niemandem zumuten. Was Positives, oder? Wir haben das Privileg. Kontaktschuldalarm, genau, ja, ja. Kontaktschuldalarm an einfach. Ja, super, Alicia Joe. Jetzt bist du in einem Video mit boah, ich traue mich nicht mal, seinen Namen zu sagen, er ist rechts. Weg in einem der schönsten Länder der Welt zu leben. Eine über 1000 Jahre alte Geschichte hat dieses Land, diese Menschen, die Kultur. Ja, dann merkt man sofort, dass er rechter ist. Die tausendjährige Geschichte unseres Landes. Ja, es ist gleich das Erste am Anfang einfach. Prägt. Das Volk der Dichter und Denker, das Volk das Land der Dichter und Denker. Genau. Auch wenn ich im Nachhinein betrachtet lieber ein Handwerk gelernt hätte, versuche ich mich jetzt auch in diese Tradition irgendwie einzureihen. Das ist so richtig so klischee-rechts einfach so. Ja, das Land der Dichter und Denker, 1000 Jahre lang besteht unsere Kultur. Okay, Bro. Ich schreibe, ja, das geschriebene Wort halte ich in Bildern fest, aktuell mit 25 Bildern pro Sekunde. Ich bin immer noch ein wenig auf der Suche nach meinem richtigen Platz in diesem Leben, in dieser Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, so geht es vielen jungen Menschen da draußen. Ob es der Glaube ist, das familiäre Umfeld oder einfach nur die Arbeit. Bei mir hat es nach der Schule etwa 10 Jahre gedauert, bis ich herausgefunden... Stimmt, wieso filmt er nur mit 25 Frames pro Sekunde? Wie alle anderen sind in 60 Frames. Schau wie geschmiert das läuft, Alter. ...gefunden habe, wo es für mich beruflich hingehen soll. Und ich weiß auch noch nicht, ob das meine Endstation ist. Und für jeden Einzelnen da draußen gibt es einen Platz in dieser Gesellschaft. Einen Platz in diesem wunderschönen Land, was wir unsere Heimat nennen dürfen. Und glaubt mir, es wird besser. Der Glaube versetzt Berge, heißt es so schön. Glaubt selbst an euch. Glaubt daran, dass ihr es schaffen könnt. Und seid euch auch nicht so schade, jemanden mal um Hilfe zu fragen. Ihr müsst nicht jedes Problem mit euch allein ausmachen. Einen guten Start. Er hat Endstation gesagt. Er hat Endstation gesagt. Und macht hier Leuten irgendwelche Hoffnungen. Er glaubt wohl, dass die AfD gewinnt. Ich weiß nicht, Boris von Mindset, ja, Mann. Ins neue Jahr wünsche ich dir, lieber Sinan, und auch das den Zuschauern. Macht's gut. Hallo Sinan. Hey, Dosenweiß ist da. Ey. 11 Monate, alle müssen einen trinken. Schwarzes Herz. Herz an Dosi. Dankeschön, Bruder.
Schön, dich wieder zu sehen. Jetzt warst du schon länger nicht da. Ich grüße dich. Vielleicht lurkst du auch noch. DAPO3006 verlängert Kontaktschuld auf 19 Monate. Und auch DAPO, danke für den 19. für die Bezos. Dankeschön. Vielen Dank. Tschau, jetzt kommen alle rein. Von wo kommt ihr alle auf einmal her? Kontaktschuld auf 14 Monate. Guten Rutsch und fröhlichen Scheißkapitalismus an alle hier. Auch dir einen schönen, fröhlichen Scheißkapitalismus und ich wünsche, dass es mehr Pazifismus gibt im nächsten Jahr, Bruder. Danke für den 14. Liebe an dich. Dankeschön. Hab schon einen Intus, sagt Ken. Naja, ich nicht. Ja. Ich sitze hier mit meinem Neffen und hören dir gespannt zu, du Ehrenlinker. Grüße. Freut mich. Von den 1000 Jahren von Boris habe ich gestern schon auf Twitter gelesen, wirklich, ohne Scheiß, okay. Ja, ich als der Rechteste in diesem ganzen Ding komme natürlich nach dem Rechtesten vor mir. Jetzt wird es richtig schwurbelig. Ich meine, verlängert Kontaktschuld auf 4 Monate, guten Rutsch und einen Scheiß Kapitalismus. Es gab hier jetzt sehr problematische Leute wie Alicia Joe. Ich muss sagen, es war doch eine falsche Entscheidung für mich, hier aufzutreten in diesem Video, in einem Video mit Alicia Joe. Ich weiß nicht, wie ich das rechtfertigen werde vor dem Mob, der da draußen mein Ende verlangt. Ja, furchtbar. Ich habe mich einfach da mit Leuten zeigt und dieser Bias-Skeptik oder wie er heißt, Digga, also das wird mir noch lange nachhängen. Ich kann meine Karriere vergessen beim Rundfunk, beim Öffentlichen. Auch dieser Imp ist sehr problematisch. Also da wenn ich jemals zu Funk will, das habe ich mir jetzt für immer versaut. Eieieiei. So ist das. Warte, was ist passiert hier? Der Madin hat den 4. Monat, sagt guten Rutsch und einen scheiß Kapitalismus. Dir auch, danke für den 4., vielen Dank. Du hast mich um eine positive Botschaft gebeten und ich gebe dir die wichtigste und positivste Botschaft, die ich überhaupt in mir trage. Liebe deinen Feind. Ich weiß, das klingt für sehr viele wahrscheinlich verrückt, aber es ist tatsächlich der einzige Weg, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin ein Linker und als solcher verstehe ich, dass Menschen das Ergebnis ihrer Umwelt sind. Und selbst wenn sie bösartig sind oder hasserfüllt oder sogar Nazis, in erster Linie sind sie Menschen und sie wurden von dieser Welt zu dem Bösartigen gemacht, was sie jetzt sind. Man darf sie nicht zerstören wollen, weil sonst wäre man um nichts besser als sie. Man muss sie heilen wollen, man muss ihnen helfen wollen. Denk an Luke Skywalker. Er wollte Vader nicht zerstören. Er wollte ihn von dem Hass heilen. Er wollte ihm helfen. Er wollte ihn befreien. Das ist der einzige Weg, die Spaltung und Zerstörung dieser Gesellschaft zu beenden und eine bessere Welt zu kreieren. Erinnert euch daran, wenn ihr das nächste Mal euren Mitmenschen begegnet, vor allem denen, die ihr hasst und vor allem, wenn ihr das selbst seid. Alles Gute, ich glaube an euch. Hallo Sina. Oh mein Gott, die Fischbiologin gleich hinter mir. Kontaktschuld kickt hart, Alter. Vorne Morgenstern, hinten Vollbrecht. Alter, in was für einem Sandwich befinde ich mich hier? Unfassbar. Lauter Rechte hier in diesem Video. Ja. Naja, in Wirklichkeit sind hier in diesem Erwin Video... Erwin sollte die Neujahresansprache für Scholz schreiben. stimmt. Heute wurde mir zugeschickt, dass der sie jetzt selber schreiben muss. Ja. Es ist sehr traurig. Ich glaube auch. Ja. Warte, ich habe irgendwo einen Ding... verpasst. Apapalapapus. Prole Yoda hat gesprochen. Ja, Brudi. Prole Yoda hat gesprochen. Ich habe versucht, weil Sinan hat gesagt, ja, mach was Positives. Und ich habe mir gedacht, fuck, was will ich Positives machen, Alter? Ich bin echt 2 Tage lang, habe ich nachgedacht, so, was ist positiv, Mann? Es gibt nichts Positives. Und dann habe ich wieder über dieses Ding nachgedacht mit Liebe deinen Feind und dann habe ich mir gedacht, ach, das werde ich Sinan sagen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, ja. Rollo, danke, dass du Solskin einen gegiftet hast. Dankeschön. Naja, ja. Und alle Stimmt, Scholz kann ChatGPT nutzen und dann ist das auch in Ordnung. Ja, also, was soll ich sagen? Die sonst noch zuschauen. Du hattest mich ja gebeten, positive Vibes rüberzubringen und gute Nachrichten, mit dem wir das Jahr 2023 verabschieden, beziehungsweise das Jahr 2024 starten können. Ich will nur sagen, hier in diesem Video bis jetzt sehr viele stabile Leute. Ja. Das sind einfach Leute, die sich trauen, selbst zu denken. Das sind Menschen, die sich trauen, irgendwie gegen Repressalien und gegen
verschiedene Angriffe und so weiter zu sagen, okay, ich werde trotzdem meine Meinung vertreten und werde trotzdem, und das gehört zu einer Demokratie dazu. Ja. Das ist einfach Teil einer Demokratie, zu sagen, ich werde zu dem stehen, was hier passiert. Ja. Und ich werde nicht weichen dem verrückten Mob da draußen, der seine eigene Unzulänglichkeit an mir ausleben will, ja, oder an anderen wie mir, sondern dass man sich irgendwie verbindet. Und ich finde, Sinan hat das richtig gut gemacht, uns alle miteinander so zu verbinden. Wisst ihr, was ich meine? Also da Liebe geht an Sinan raus. Der hat das richtig gut gemacht, dass er diese ganzen Leute zusammengebracht hat, ja. So, man kennt ja irgendwie die Leute. Ich würde sagen, wir alle miteinander, ich weiß nicht, wer noch alles vorkommt, ich habe das eben nicht gesehen, ich habe nur meinen Teil gesehen. Also ich kannte ihn ja, ich habe ihn ja selber zubereitet. Aber ich weiß nicht, wer alles noch hier vorkommt. Aber das sind grundsätzlich so Leute, die ich bezeichnen würde als Leute, die so irgendwie, ja, so versuchen, eine Neutralität zu wahren. Mach das nächstes Jahr doch auch mal. Nicht alle, aber so viele Leute wie möglich dazu zu bringen, ein schönes Jahr wünschen. Ja, das ist eher nicht so mein Ding, so Sinan, das ist eher Sinans Ding und das finde ich auch gut und schön, dass er das gemacht hat und ich mache das ja gerne mit, aber ich bin, ja. Du sagst, Boris ist based, so Boris ist der Einzige, den ich nicht based finde in dieser ganzen Runde. Alle anderen finde ich grundsätzlich okay, sind okay Leute, sind irgendwie so, ich habe das Gefühl, also außer Boris natürlich, dass wir irgendwie so eine Art zusammenhängende Community sind, die aber nicht zusammenhängt. Es sind irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so eine Gruppe von Leuten, die eigentlich nie gesagt haben, wir sind ein gemeinsames Team. Aber dennoch findet man sich immer wieder so auf einer ähnlichen Seite wieder und sagt einfach, und geht wieder dann auseinander und sagt, okay, ich mache jetzt mein Ding, aber wenn es dann drauf ankommt, sind wir dann eh alle wieder beieinander und haben irgendwie einen Respekt oder einen Kontakt zueinander. Ja, wir sind alle weiß, das ist richtig. Wir sind alle alt und weiß, ja, das ist richtig, ja. Ja, ich mache das nicht, Papalapapus, danke, ich mache das nicht so, Dings, muss nicht sein. This Horizon sagt Ehrenmann, 9. Monat, auch an dich ein herzlich Dankeschön. Vielen Dank. Und danke Rollo für noch einen Gegifteten, oder? Rollo hat doch noch einen reingehaut. Absolut. Auch ein Kuss an Rollo. Dankeschön. Und eine sehr gute Neuigkeit bei mir, die ich jetzt exklusiv verrate, ist nämlich, dass die Humboldt-Universität, mein Arbeitgeber, mit der ich ja seit 18 Monaten einen Rechtsstreit habe, aufgrund von Cancel Culture, sich anscheinend dazu entschlossen hat, nicht in die nächste Instanz zu gehen. Das heißt, in wenigen Tagen ist das Urteil in meinem Fall rechtskräftig und ich hoffe, es möge einen guten Leitfaden für ähnliche Fälle darstellen. Und möge das der Anfang vom Ende von diesen ganzen Psychos da draußen sein. Damit kommen wir auch zu den guten Vorsätzen. Mein guter Vorsatz, und das gilt für euch alle da draußen, es versucht 2024 nicht vor Gericht zu landen. Moin Sinan. Für 2024 wünsche ich mir für uns alle, dass wir irgendwie, nachdem wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren alle irgendwie so ein bisschen eine harte Zeit hatten, vor allem hier im Internet, dass wir alle irgendwie wieder ein bisschen noch mehr davon runterkommen, als wie es gerade schon passiert. Man sagt ja immer so schön, sprechenden Menschen kann geholfen werden, dass einfach wieder eine bessere Kommunikation stattfindet, auch zwischen Creatoren. Dass man da vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr miteinander redet und ein bisschen. Was habe ich gehört, dass ihm, Karl und Konsorten schon wieder das Hirn gewaschen haben? Ist das richtig? Habe ich da was verpasst? Also der Dara hat das so erzählt, deswegen kann ich es nicht glauben. Ja? Wenn Dara so etwas behauptet, dann kann das alles bedeuten, weißt du? Mehr aufeinander zugeht, das fände ich super. Für mich selber, ganz persönlich, ist mir ein Anliegen. Aber es ist schon interessant, wie absolut alle Content Creator einfach sagen, ich hoffe, wir verstehen uns besser, kommunizieren besser miteinander, verbinden uns mehr miteinander, haben irgendwie so gehen normal einfach miteinander und sind nicht einfach Hurensöhne. Ich glaube, so alles kann man zusammenfassen, so, ja, alle Kreatoren sind sich einig, wir sollten keine Hurensöhne sein, ja. Er war in einem Podcast, aber von Hirnwaschen kann nicht die Rede sein. Aha, okay. So hat das Dara erzählt, deswegen frage ich, weil Dara ist
Dem kann man eh nichts glauben. Deswegen wünsche ich mir selbstverständlich die Cannabis-Legalisierung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Rutsch und... Hat der nicht aufgehört zu kiffen in Wirklichkeit? Ja, vielen Dank. Hey Sinan, ich dachte, ich schicke dir etwas, was ich vor allem mit dir und deinem Kanal assoziiere. Nämlich, dass man... Der Typ ist ein Schwurbler, ne? Weil der hat einmal erzählt, dass Kapitalismus für uns alle gut ist. Ja, das ist der einzige Schwurbler hier in Wirklichkeit. Dinge tun sollte, weil man sie selbst für richtig hält und nicht, weil man anderen damit gefällt. Warum ist das ein gutes Prinzip? Wenn ich Dinge tue, um anderen damit zu gefallen, dann werde ich wahrscheinlich früher oder später auch von den falschen Leuten cool gefunden und die werden dann auf mich einwirken, sodass ich noch mehr falsche Dinge tue. Das Ganze ist also ein Teufelskreis und aus dem kommt man eigentlich nur raus, wenn man irgendwann mal den Mut hat, sich hinzustellen und auch mal was Unpopuläres zu sagen. Du machst uns vor, wie man sowas machen kann. Du denkst selbst und kritisch. Du bist ein super Skeptiker deswegen. Und ich glaube, wir können uns alle eine Scheibe davon abschneiden und 2024 zu einem positiveren, erfolgreicheren Jahr machen, indem wir dieses Prinzip pflegen. Vielen Dank dafür, dass du es uns vormachst. Alles Gute dir, alles Gute deinen Followers und ein fantastisches neues Jahr 2024. Ein Wurken Deutsch. Hey Sinan, alles Gute für 2024. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr mal live und in Farbe. Vielleicht bei der... Kennt ihr den? Capcom in Augsburg. Ich meine das ernst, ich kenne ihn nicht. Wer ist das? Und ich hoffe, dass wir... gemeinsam viele skeptische Aktionen auf den GWOP. Weg bringen den Streit, der dieses Jahr die GWOP sehr stark beherrscht hat, vielleicht hinter uns bringen können und wieder eine neue GWOP schaffen, die Engagement wieder belohnt, die toleranter ist, als sie es im letzten Jahr war. Und einfach ein Verein, in dem wir gemeinsam coole Sachen voranbringen können. Bis dahin, alles Gute, ich freue mich drauf. Lieber Sinan, ich habe dieses Jahr... Nein, Entschuldigung. sorry. 2023 habe ich was gelernt. Und ich finde, das ist ein gutes Fazit für das Ende von dem Jahr, oder? Ich habe gelernt, wie man in seiner Perspektive auf die Welt und die Themen, die sie bewegen, vom eigenen Lebensumfeld ziemlich stark geprägt wird. Gerade wenn man jetzt beispielsweise die Lebenswelt Dorf versus Stadt betrachtet. Und ich glaube, gemessen daran war ich manchen Menschen gegenüber zu hart in 2023. Was ich mir wirklich für 2024 wünsche, ist, dass wir uns dieser Sache endlich bewusst werden. Wir verlieren den Sinn für die verschiedenen Perspektiven innerhalb der Gesellschaft, wenn wir uns immer nur in unseren Kreisen und eigenen Echokammern bewegen, wenn wir nicht mehr zulassen, dass andere zu Wort kommen. Ja, du ermöglichst das gerade beispielsweise. Wir haben ja in den letzten Jahren gemerkt, was passiert, wenn diese Gruppen, die dann in der Medienwahrnehmung auch gar nicht abgebildet werden, durch diese Echokammern auch die Möglichkeit verlieren, überhaupt gehört zu werden. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr darüber nachgedacht und habe mich jetzt dazu entschlossen, da auch noch was zu dem Thema aufzuarbeiten. Deswegen höre ich jetzt auch auf zu labern und stehle euch jetzt hier nicht länger die Zeit. Habt ein gutes Jahr. Hallo Sinan. Eins meiner Jahreshighlights 2023 ist es, mit dir geschrieben zu haben und hieran teilhaben zu dürfen. Ich verfolge deinen Kanal schon seit letztem Jahr so ungefähr und ich finde es unglaublich inspirierend, wie du Brücken aufbaust, Leute kennenlernst, mit Leuten auf der Straße sprichst oder zum Beispiel auch den Imp kennenlerntest. Ich kenne ihn nicht, aber er sieht ein bisschen wie Zlatan Ibrahimovic aus. Und dann auch über die Vorurteile hinwegsehen konntest, die dir oder? Zuteil wurden. Als Imp erzählt wurde, dass du ein Rechter seist, als dir erzählt wurde, dass Imp ein Holocaust-Leugner sei. Und dann hast du dir die Mühe gemacht, auch noch seinen Namen reinzuwaschen. Was eine Sache ist, die ziemlich weit in der Vergangenheit hängt. Und überhaupt, dieses Jahr hat sehr viel Diffamierung aufgedeckt, die über euch hereingebrochen ist die letzte Zeit. Und ich freue mich auch, dass ich ein Teil davon sein durfte. Dagegen anzugehen mit Reactions und mit sachlicher Berichterstattung. Und darauf freue ich mich, dass wir das weitermachen können und dass ich vielleicht noch im ein oder anderen Video von irgendeinem großen YouTuber zu sehen sein werde. Dankeschön. Moin Sinan. Ich wünsche mir für alle mehr Weitsicht und Aufgeschlossenheit. Sagt der Typ, der bei der FDP ist. Wir müssen noch auf das Gespräch mit dem Dings reagieren, mit dem Agitator. Das muss passieren. Die eigene Echo... Angeblich, laut Dara eben, ich kann es noch immer nicht glauben, wenn Dara etwas sagt, aber angeblich hat Huch
gesagt, dass Obdachlosigkeit man sich selber aussucht. Ja? Und dass jeder, der obdachlos ist, obdachlos sein will. So. Kammer verlassen und auch mal unbequeme Wege gehen, statt in der üblichen Routine zu verharren. Vielleicht erkennen dann ein paar, dass ihr Handeln diametral dem entgegensteht, was sie verkörpern wollen. In dem Sinne, ein guter Rutsch und ein schönes Jahr 2024. Hallo Sinan, das, was du hier hinter mir siehst, war einst ein... Gott, ich bin echt so schlecht hier mit diesem ganzen Zeug. Ich bin 80 eigentlich. Das hier war mein Sonnenuntergang, ist es leider nicht mehr, weil ich hier schon so lange stehe. Deshalb versuche ich es jetzt nochmal und hoffe, dass das mein letzter Take wird. Was ich uns allen wünsche, ist mehr Zeit. Mehr Zeit zum Runterkommen, mehr Zeit zum Reflektieren und mehr Zeit zum Nichtstun. In der Hoffnung, dass uns das zu der Erkenntnis bringt, dass diese ganze Meinungsscheiße und diese ganze Identitätsspalterei uns einfach allen letzten Endes nur schadet. Ich weiß, dass das ein großer Wunsch ist, deshalb formuliere ich noch einen kleineren. Vielleicht wird 2024 ja einfach nicht so scheiße wie 2023. Wie wäre das denn? Hey, woo! In diesem Sinne, rutscht gut rein und gönnt euch und ich kenn die nicht. Macht YouTube aus. Also, nach dem Video. Ciao. Hi Sinan. Ich wünsche mir für 2024... Den kenne ich von irgendwoher. Ist das dieser DJ, dieser wie hat der Gigi D'Agostino oder warte, woher kenne ich den? Für mich selbst, für dich und, aha, und für alle anderen. Achso, die andere ist vom Browser Ballett. Ah, von da. Ich verstehe. 2-Kabin giftet hier 1 Subtulaila 161. Ja, Sneaky hat mir gestern geschrieben, hat mir alles Gute fürs neue Jahr gewünscht. Ich hoffe, es geht sich aus. DJ Bobo in Wirklichkeit, gell? Das ist ja das so Mundschuh, ja. Ich glaube. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mehr zusammenarbeiten können. Wir haben da eigentlich ein Projekt am Start. Ich hoffe, dass dieses Projekt nächstes Jahr schön durchstartet. Ich glaube, das würde euch allen extrem gefallen. Ja? Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber wenn alles klappt, dann machen wir gemeinsam ein ziemlich geiles Projekt. Ja. Schauen wir. Schauen wir. Du tauchst auch in seinem Jahresrückblick auf. Aha, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Meine Frau hat es gesehen. Karim hat Leila gleich einen geschenkt. Danke Karim und danke King To für die Bezos. Willkommen hier. Ja. Wahrscheinlich nur subscribe, damit er so einen Clip machen kann für Tobias Huch, was ich über ihn gesagt habe. Ja. Aber zu Recht. Finde ich super. Dankeschön. Dass wir weniger auf das hören, was wir denken sollten, müssten, könnten und mehr auf unser Herz hören, wo, glaube ich, ein großer Teil dieser Wahrheit schon ist. Und das, was dort drin ist, einfach annehmen, egal wie krass oder fremd, klein oder groß oder seltsam das ist. Und diese Wahrheit einfach ausfiltern, annehmen und leben. Ich glaube, dadurch würde sehr viel sich von selbst lösen, von diesen ganzen Konflikten und Gesprächen, wer mit wem, warum, wie lange schon, und einfach auf diese authentische Frequenz kommen. Frohes Neues an alle, an dich Sinan, und macht's gut. Ich danke euch für ein fantastisches Jahr 2023. Ich habe unglaublich viel gelernt und freue mich darauf, gemeinsam mit euch genau da weiterzumachen. Bei all den Kriegen und Krisen da draußen ist das Beste, was wir machen können, uns auf das zu fokussieren, was uns verbindet und nicht das, was uns trennt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage bis bald. Das ist Sinans Jahresrückblick. Er hat das richtig gut gemacht mit all den Schwurblern draußen. Großartig. Super Typ. Richtiger Super Typ. Freut mich, dabei gewesen zu sein. Ja, jetzt haben alle Kontaktschuld. Wladimir, bringst du Euro-Creme, Blatt?